Hallo, wir stehen hier gerade auf dem Hof und drehen für Stoffe und Lemken einen Imagefilm. Gerade die Szene, Eingangssituation, Kundenberater und Landwirt. Schönes Wetter natürlich, was perfekt ist. Und unser Hero, der noch gar nicht erzählt wird, ist eigentlich die Blaufarbe jetzt. Okay, Achtung! Kamera! Läuft! Und bitte! Wir haben Sonnenschein genau hier über dem Hof. Ist wirklich gut, ist wirklich schön. Dafür, dass wir uns vorher noch nie gesehen haben, ist das eigentlich ein guter Lauf, den wir jetzt hier haben. Beeindruckend, wie viel Leuten hier am Set gearbeitet wird. Das heißt, es ist noch unwahrscheinlich viel Handarbeit oder auch Kopfarbeit gefragt. Und danke. Alles prima. Also man merkt dem Verkäufer an, dass er verkauft. Der Landwirt ist authentisch im besten Sinne. Alles klasse. Wir hängen 10 Minuten, haben aber auch mit der Drohne hier einen Bonusschuss gemacht. Und jetzt um oder fahren jetzt zum Feld, drehen mit der Drohne auf dem Feld. So, und Captain Blaubeer fährt Trecker. Kommst du einfach dichter zu uns, auf uns zugefahren? Okay. Kamera? Okay. Und los. Stefan, du hast vergessen, glücklich zu sein. Wir brauchen dich lächeln, Freude strahlen, happy, glücklich wie Weihnachten, Silvester und Erntedankfest zusammen. Jetzt gerade war es aufregend, spannend, weil immer komische Anweisungen kamen. Aber auf jeden Fall hat das Spaß gemacht. Und wir stehen natürlich auch alle Mann hier unter enormem Zeitdruck. Wenn man jetzt auf die Uhr guckt, dann muss ich sagen, läuft die viel zu schnell. Spannend, aufregend, vieles gelernt. Müssen wir beide die Gage aushandeln? Ja. Heute ist der zweite Drehtag von Lemken. Die ganze Technik, der Aufwand, die richtige Szene auszuwählen, in Szene zu setzen. Das war schon eine ganz spannende Kiste und wenn man überlegt, dass man fast 3 oder 4 Stunden braucht, um da eine vernünftige Szene in den Kasten zu kriegen, dann erkennt man erstmal, wie wichtig es ist, sowas sorgfältig vorzubereiten und auch, dass man viel Geduld mitbringen muss. Wir sind jetzt am zweiten Tag hier bei Lemken, sind in der Entwicklungsabteilung und wir drehen jetzt den Konstrukteur, der gleich einen wunderschönen Flugchart zeichnen wird. Okay, Achtung, dann Klappe bitte, Kamera. Und bitte. So, das waren jetzt 3 Tage Lemken-Dreh. Und der letzte Take wird gerade gedreht. Und das heißt, gleich kommt irgendwann der Drehschlussruf. Und danach geht es dann auch schon in die Nachbereitung des Films, in die Post-Production. Wir freuen uns drauf. Und Drehschluss.
Heute sitzen wir zusammen in der Postproduktion, in der Nachbereitung. Wie wird aus einer Idee die Wirklichkeit? Das ist so das, was mich am meisten an dem Storyboard begeistert und was in der Umsetzung jetzt auch echt cool gelungen ist. Bilder alleine sind schön, aber ohne Musik. Das nächste große spannende Thema wird, welche Musik wird es werden? Wir haben Rock, wir haben das heroische Klavier. Das werden wir im Making-of nicht mehr zeigen, aber im fertigen Film wird man das dann sehen. Ich glaube, das, was den Kunden auch beeindruckt hat vor Ort, war, wie viele Menschen eigentlich dabei sind. Ne? Und was mich besonders beeindruckt ist, dass jeder auf einen kleinen Fingerschnipp hin sofort weiß, was er zu tun hat. Jeder, der da scheinbar rumsteht, hat eine Aufgabe und erfüllt die auch sofort. Wow, wirkt. Wow, wirkt, genau.